Am 20. Juli 1969 erfolgte unter großer Anteilnahme der Weltbevölkerung die erste Landung von Menschen auf dem Mond. Neil Armstrong und Edwin Aldrin waren die ersten Menschen, die den Erdtrabanten betraten. Neil Armstrong tat dabei den berühmten Ausspruch: Dies ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer für die Menschheit. Der erste kleine Schritt in Richtung bemannte Raumfahrt geschah jedoch schon 24 Jahre früher. Damals wurde allerdings als Fernziel der Entwicklung nicht an einen Nutzen in der Weltraumfahrt gedacht. Es sollte in erster Linie eine Waffe geschaffen werden, die den ungehemmt einfliegenden Bomberverbänden der Alliierten Einhalt gebieten sollte. Die hohen Verluste an Piloten und der Mangel an Treib- und Rohstoffen hatten dazu geführt, dass die starken alliierten Luftstreitkräfte fast ohne Gegenwehr ihre Ziele in Deutschland anfliegen konnten. Das Reichsluftfahrtministerium forderte daher die Industrie auf, einen einfachen Verschleißjäger zu entwickeln. Nachdem er einen eher untypischen Entwurf eingereicht hatte, wurde Erich Bachem damit beauftragt, diesen Jäger zu bauen. Die Natter sollte mit Hilfe ihres Raketenantriebs schnell auf die in großer Höhe fliegenden Bomberverbände zufliegen und diese angreifen. Nach mehreren mehr und weniger erfolgreichen Versuchen mit Pilotendummies funktioniert am 25. Februar 1945 ein Test ganz nach Plan. Daraufhin ordnet die SS als oberster Auftraggeber umgehend einen bemannten Start an. Die Proteste von Bachem, der der Meinung war, dass es für einen bemannten Start noch zu früh wäre und noch mehr Tests erforderlich wären, wurden überhört. So kam es, dass der 23-jährige Lothar Sieber sich aufmachte, als erster Pilot die Natter zu fliegen. Sieber, der wegen eines Wachvergehens vom Leutnant zum einfachen Flieger degradiert worden war, wurde in Aussicht gestellt, nach dem Flug seinen alten Rang wiederzubekommen. Der 1. März 1945 war ein trüber, nebliger Tag. Als sich der Nebel zu lichten begann, wurde damit begonnen, die Maschine startklar zu machen. Sieber bestand darauf, die Maschine von Hand zu steuern und nicht mit der Automatik, die bei den Versuchen mit den Puppen zum Einsatz kam. Sein Beharren, die Natter ohne die Automatik zu fliegen, sollte jedoch tragische Folgen haben. Dann ging Sieber zum Startgerüst, kletterte hinauf und zwängte sich in das enge Cockpit der Natter. Nun war die Natter M23, die 23. Testmaschine, startklar. Das Raketentriebwerk wurde angelassen, die Startraketen zündeten. Langsam fing die Maschine an zu steigen. In ca. 1500 Meter Höhe verschwand sie in den Wolken. Nur noch das Triebwerk war zu hören. Nach kurzer Zeit war die Natter in einigen Kilometern Entfernung plötzlich wieder zu sehen. Die Maschine schoss senkrecht mit hoher Geschwindigkeit nach unten und zerschellte mit ungeheurer Wucht am Boden. Auch wenn der Flug von Lothar Sieber nur 55 Sekunden gedauert hatte, ging er dennoch, wenn auch weitgehend unbekannt, in die Geschichte der Raumfahrt ein. Sieber war der erste Mensch, der einen bemannten Raketenstart wagte. Am 12. April 1961 flog der Russe Juri Gagarin mit einer Vostok-Rakete als erster Mensch in den Weltraum. Er umkreiste in seiner Kapsel einmal die Erde und kehrte dann unversehrt zurück.